Die Brezel soll immaterielles Kulturerbe der UNESCO werden. Die württembergische Bäckerinnung stellte zunächst den Antrag, das traditionelle Handwerk des Brezelbackens auf die nationale Anwärterliste für das immaterielle Kulturerbe zu setzen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sagte am Donnerstag in Bad Urach in Baden-Württemberg, er unterstütze das Vorhaben. Er setzte sich dafür ein, dass es eine länderübergreifende Initiative werde, denn die Brezel gebe es auch in Bayern, Österreich, der Schweiz und im Elsass. Er habe dazu auch schon Gespräche mit seinen Kolleginnen und Kollegen in Bayern, Österreich und Frankreich geführt. Auch das traditionelle deutsche Brauhandwerk und das Brotbacken sind schon immaterielles Kulturerbe.